So, schönen guten Morgen, letzter Handelstag der Woche. Und wir schauen zunächst auf das, was gestern nicht an der Wall Street passiert ist. Denn Sie wissen ja, gestern war Thanksgiving. Heute ist Black Friday, Brückentag für viele Amerikaner. Das heißt, der Handel wird auch früher aufhören als gewöhnlich. Es ist 19 Uhr unserer Zeit. Mit wenig Bewegung wird gerechnet. Schauen wir mal, wie sich das Ganze dann ausnimmt. So, wir haben jetzt Asien dabei. Tokio können Sie weglassen. Die haben auch einen Feiertag. Ich habe es gestern schon gesagt, was da an Feiertagen momentan unterwegs ist. Der Hammer. Und Sie sehen China momentan schwächer. Der ganze Fokus der Anleger richtet sich jetzt auf den G20-Gipfel und auf das geplante Treffen der Amerikaner mit den Chinesen am Rande dieses Gipfels, der in Argentinien Ende November stattfindet. Und dann wird sich entscheiden, wird vielleicht sogar im Handelskrieg zwischen den beiden Großmächten noch die weitere Eskalationsstufe gezündet, also weitere Strafzölle oder vielleicht höhere Strafzölle. Was ist mit der Rhetorik? Oder aber kommt es vielleicht zu einer Art Entspannung heute Morgen? Stand verschiedentlich geschrieben in den Medien, dass China offensichtlich auf ein Entgegenkommen der Amerikaner hofft. Würde ich darauf hoffen? Ich glaube nicht. Schauen wir uns zunächst mal den Ölpreis an. Der ist weiter im Tiefenrausch, im Rausch der Tiefe, kann man tatsächlich auch so sagen. Der Absturz, die Angst vor einem Überangebot oder die Sorge vor einem Überangebot und doch die Erkenntnis, dass die Amerikaner keinerlei Sanktionen oder wie auch immer geartete Schritte, Strafmaßnahmen gegen Saudi-Arabien einleiten werden. Gestern hieß es in einer, gestern wurde kommentiert in einer türkischen Tageszeitung und da sagte der Kommentator oder gab den Hinweis darauf, dass es Tonbänder geben könnte, aus denen hervorgeht, dass der saudische Kronprinz tatsächlich mehr oder weniger den Auftrag für den Mord an dem Journalisten Khashoggi gegeben hatte. Bislang hatten die Amerikaner oder hatte sich Donald Trump auf den Standpunkt zurückgezogen. Ja, er kann davon gewusst haben, er muss aber nicht davon gewusst haben. Und wir haben wirtschaftliche Interessen und die stehen über diesem Fall. Aber wenn jetzt ganz klar wird, der Auftrag zur Ermordung des Journalisten, des Kritikers, kam direkt vom saudischen Kronprinzen aus dem Königshaus, dann würde der Druck sicherlich noch mal größer werden, massiver werden und das würde dann sicherlich zum einen oder anderen Richtungswechsel führen. Es bleibt also eine spannende Geschichte und ich glaube ohnehin, dass Öl für eine Gegenbewegung reif ist. Schauen wir uns eine andere Assetklasse an, bei der eine Gegenbewegung reif wäre. Das ist der Bitcoin. Und was Sie hier sehen, ist momentan das untere Ende. Wir sind also knapp bei, naja, momentan steht nicht drauf, es waren 4.200 Dollar, glaube ich, für den Bitcoin. Die untere Grenze momentan 4.000 Dollar. Es sieht so aus, als wollte sich der Bitcoin jetzt momentan versuchen, zumindest mal zu stabilisieren. Aber ob das funktioniert, muss man ganz einfach abwarten. Das Vertrauen in die Kryptowährung, in die Fähigkeiten oder was daraus erschaffen werden sollte in der Zukunft, ist auf jeden Fall erstmal raus. Die Anleger, die drin waren, haben eine Menge Geld verloren, sind natürlich enttäuscht. Und je länger diese Phase anhält, desto mehr sind dann am Ende auch bereit zu sagen, okay, jetzt reicht es mir, jetzt gehe ich raus, jetzt schaue ich, ob ich irgendwo anders vielleicht mein Geld doch sinnvoller anlegen kann. Amazon, ich habe es gesagt, gestern Thanksgiving, jetzt Black Friday, werden sicherlich interessante Zahlen rauskommen. Übrigens interessanterweise 50% der Umsätze, die im E-Commerce jetzt getätigt werden, entfallen auf dieses Unternehmen. Also da sollte man sich keine Illusion hingeben, wer da vielleicht noch ebenfalls profitieren könnte. Die ganzen Einzelhändler, die sich jetzt aufgemacht haben und mit Rabatten versuchen, die Kunden auf die Online-Plattform oder in die Läden zu ziehen, das ist mehr oder weniger wirklich Verzweiflung, ein Verzweiflungsakt. Und teilweise geht es da wirklich auch um die nackte Existenz. Ein Analyst für den amerikanischen Einzelhandel hat gesagt, die Margin of Error, also die Möglichkeit, da sich wirklich vertan zu haben oder einen Fehler zu begehen, ist so gering bei vielen Einzelhändlern. Wenn es nicht funktioniert, dann wird es wohl sehr, sehr schlechte Nachrichten in den kommenden Monaten geben und dann wird es wohl zu weiteren Pleiten in dem Sektor führen. So, spannend ist natürlich genau diese Situation, aber die kennen Sie schon. Kommt es zu einem Doppelboden oder aber wird vielleicht Amazon doch noch mal weiter nach unten tendieren? Die guten Nachrichten werden momentan ja von den Marktteilnehmern nicht so stark honoriert. Apple
durch, getestet, runter. Für mich ist die Sache damit klar. Meine Renditeerwartung für die Aktie ist sicherlich etwas zurückgegangen. Momentan würde sie in etwa bei 2-2,5% liegen, wenn ich das auf eine entsprechende Matrix abtrage. Dann haben wir General Electric. Habe ich jetzt nicht dabei, weil es besonders spannend sei. Nachrichtlich ist da nur zu erwähnen, dass Experten Angst haben, dass die Anleihen des Unternehmens vielleicht auf Ramschniveau abgestuft, also auf Junkbond-Niveau abgestuft werden könnten, weil die Bilanz Schwächen aufweist. Davon ist man noch momentan 2 Stufen entfernt, aber es wäre sicherlich ein doch deutlicher Treffer, weil es erstens verhindern würde, dass bestimmte Investorengruppen überhaupt in die Anleihen investieren dürfen. Und die, die es machen, die wollen dann das Risiko natürlich entsprechend vergütet haben. Das heißt, steigende Zinsen bei der Kreditaufnahme, das ist alles nichts, was momentan Anleger bei GE hören wollen. Aber deshalb habe ich es nicht dabei. Wir sind nämlich short, ja, muss man ganz einfach sagen. Wir sind short, wir haben einen Turbo-Short gezündet und liegen damit wirklich fantastisch momentan im Markt drin. +80%, +85%. Wir haben die ganze Position jetzt abgesichert, kann auch nichts mehr passieren. Wir gehen auf jeden Fall mit einem dicken Gewinn raus. Wir haben sie immer mal dabei, natürlich auch um zu zeigen, dass selbst auf dem niedrigen Niveau sich unter Umständen der Einstieg auf der Short-Seite noch lohnen kann, wenn die Aussichten schlecht sind. Ja, apropos schlechte Aussichten. Der DAX, diese letzten vier Kerzen sind 4 Handelstage. Und wenn Sie jetzt mal hier genau hinschauen würden, würden Sie sehen, aha, da gab es ein sogenanntes Gap, eine Kurslücke, nämlich von dem Tag auf den Tag. Was wir dann vorgestern gesehen haben, ist, dass der DAX diese Lücke geschlossen hat. Und wenn Sie diese Sendung länger sehen, dann wissen Sie, ich sage es oft genug, Kurslücken werden in der Regel oder Aktien, Indizes tendieren dazu, Kurslücken zu schließen und dann wieder unter Umständen die vorgegebene Richtung einzunehmen. Wäre dann also in dem Fall, wir haben die Kurslücke geschlossen, gestern war es etwas schwächer, gut, den Handelstag muss man nicht unbedingt ernst nehmen. Was man ernst nehmen muss, ist hier unten dieses Verlaufstief, das hier wirklich bei 11.009 Punkten jetzt läuft. Gehen wir da runter, dann wäre das alles tatsächlich abgefrühstückt, dann würde sich diese charttechnische Situation lehrbuchmäßig wirklich auflösen und dann würden wir sicherlich deutlich niedrigere Kurse sehen. Bei Wirecard vor dem Hintergrund eine spannende Geschichte momentan noch. Es ist noch nicht viel passiert. Ja, die 200-Tage-Linie wurde gebrochen, aber da steht natürlich ein Test noch aus. Und was mir aufgefallen ist, dass selbst gute Nachrichten wie die Projektion für die 2019er, für den 2019er operativen Gewinn, was da in der vergangenen Woche gekommen ist, das wird von den Anlegern jetzt zwar noch zur Kenntnis genommen, aber eben nicht mehr so stark oder nicht in dem Maße honoriert, wie wir es hier vielleicht im Frühjahr noch hatten. Da war ja jede positive Nachricht, hat ja automatisch 2-4% Kursgewinn nach sich gezogen. Das haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt einen wirklich sehr schönen Abwärtstrend, den man auch noch schön kanalisieren kann. Da ist sie jetzt rausgefallen. Meine Überlegung wäre jetzt normalerweise, dass ich erstmal eine Gegenbewegung starten müsste, aber der Abwärtstrend selbst ist intakt. Zalando, praktisch auf IPO-Niveau, nein, das ist noch nicht ganz, 20% müsste es dann nochmal fallen. Aber ein mieses Geschäft im Sommer, ja, kann ich verstehen, ich hatte bei 40 Grad auch keine Lust in die Läden zu gehen, nein, was heißt in die Läden zu gehen, selbst nicht auf die Plattform zu gehen und mir irgendwas da zu ordern, viel zu faul bin ich da gewesen, da war ich lieber im Schwimmbad und das ging vielen anderen Menschen auch so, deshalb hat man es ganz einfach gut sein lassen und das hat die Sommerpläne verhagelt. Hinzu kommt natürlich Probleme mit den Retouren. Das kostet jede Menge Geld und ein ungewisser Ausblick. Jetzt ist der Winter etwas früher bei uns zurückgekommen. Vielleicht ergibt sich da mal eine Möglichkeit, dass es etwas stärker sich erholen könnte. Und auch da Abwärtstrend absolut intakt. Kann man auch noch so einzeichnen, dann passt das sogar noch in den Kanal rein. So, und jetzt habe ich den Kanal voll. Jetzt gehen wir erstmal nach Frankfurt zu meinem Kollegen Patrick Duane. Schönen guten Morgen. Ja, allzu viel ist ja heute nicht zu erwarten. Kurzer Handel in den USA, Feiertag in Japan. Was machen denn die Deutschen draus? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Im Moment sieht es so aus, als wenn wir in der vorbörslichen Indikation etwas schwächer gehen. Und zu Zalando fällt mir noch ein, ich habe auch lange keine Werbung mehr gesehen. Die waren ja mal berühmt für sehr außergewöhnliche Werbung, die mich irgendwie an Zalando erinnert. Ich weiß zwar, dass es das Unternehmen noch gibt, aber so richtig passieren tut da nichts. Dementsprechend gehe ich auch nicht auf die Plattform, weil ich keine, du weißt schon, was ich habe, keine Verbindung im Moment zu dem Unternehmen. Es ist halt irgendwie, kann ich Klamotten kaufen. Ja?
Aber wir waren beim DAX, ja, du hast mich ja gefragt. Wir sind schwächer, weil die Amerikaner auch im außerbörslichen Handel schwächer gewesen sind gestern. Die haben sozusagen die negative Bewegung, die wir gestern hier gesehen haben am Markt, wo der DAX ja 0,9% schwächer geschlossen hat, die haben die so ein bisschen mitvollzogen. Wir sind da jetzt in Richtung 24.250 Punkte, Pi mal Daumen, unterwegs. Heute ist verkürzter Handel nur bis 19 Uhr unserer Zeit am Abend. Und jetzt ist es wirklich, zwei Sachen sind wirklich spannend zu sehen. Es ist einmal Black Friday, Cyber Monday auf der einen Seite, aber auch Ende des Monats das G20-Treffen. Und da wird dann sich entscheiden, finde ich zumindest, ob wir noch eine Jahresendrallye sehen. Was wir im Moment auch sehen, ist in Italien nach wie vor das Problem, da hat sich EZB-Chefvolkswirt Preet geäußert, hat gesagt, ja, die Zinsen werden da steigen, definitiv. Warum? Weil die EZB das Anleihekaufprogramm zum Ende des Jahres stoppt und ansonsten sich keiner für italienische Anleihen auf dem Niveau interessiert. Da müssen also die Zinsen steigen, bevor die Anleger da wieder Geld reinnehmen. Und das belastet insgesamt die Aktienmärkte zusehends. Und das sehen wir auch heute Morgen vorbörslich hier in Frankfurt. Ich habe übrigens noch eine nette Anekdote zu Zalando. Ich selbst habe mal auf der Plattform tatsächlich geordert, und zwar, ich glaube, 5 Paar Schuhe hatte ich mir kommen lassen und davon war nichts dabei, was mir gefallen hätte. Also habe ich alle 5 Paar Schuhe wieder zurückgenommen, habe sie wieder eingepackt und habe sie zurückgeschickt. Und wenn das jeder so macht, ja, dass die Probleme haben, ist dann wirklich kein Wunder. Also dir vielen Dank für deine Einschätzung und schönes Wochenende. So. Wir sehen uns natürlich zur US-Vorbörse um 14.40 Uhr, aber wie gesagt, allzu viel ist da nicht zu erwarten. Wird ein ruhiger Tag, zumindest was das Handelsvolumen betrifft. Damit gute Zeit, gute Kurse, bis nachher. Tschüss.